Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind heute in Folge 312 und vorweg eine kleine, ja, Warnung oder Hinweis, wie ihr es machen wollt. Also, es sind einige Mods mit dabei, die laufen über die Global Company Mod. Die müsst ihr natürlich erstmal grundsätzlich haben, aber das ist ja zwischenzeitlich wahrscheinlich bekannt. Allerdings gibt es jetzt eine Update-Variante von auf Version 1.1. Die könnt ihr ganz normal aus dem Mod-Hub ziehen, das heißt direkt im Game, im Hauptmenü halt auf dem Mod-Hub ziehen, weil ohne die Variante 1.1 funktioniert zum Beispiel das Getreidelager nicht, was ich heute vorstellen würde. Das heißt, wenn ihr das dann versucht zu setzen und da ein, zwei Mal hin und her drückt, dann steht ihr irgendwo mitten auf einer Wiese oder neben einem Wald und dann steht der Spielstand. Das heißt, dann gibt es nur noch über die Möglichkeit, über den Taskmanager das Ganze zu beenden und dann müsst ihr halt den Spielstand und das alles nochmal neu laden. Deswegen vorweg. Ich habe den Link jetzt nicht extra reingetan, weil es halt im Mod-Hub im Game-mäßig drin ist. Gleich die Global Company Mod einmal updaten. Ihr braucht, damit die Sachen laufen oder einige Sachen von denen laufen heute, die Version 1.1. So, gut, da haben wir das mal schon mal weg. Dann gibt es auch keine Ärger und keine Streitereien. Ne, Streitereien eh nicht, ne? Wieder, ich bin hier alleine. Mods, ja, 7 Stück heute an der Zahl. Davon sind 4, glaube ich, ne, 3 platzierbar, eine zum Zeigen und 3 zum Hinstellen. So, wir fangen mit den Hinstellenden an. Wir fangen an mit diesem Dieseltank. Da steht natürlich wunderprächtigerweise drauf, Diesel Fuel 1000 Liter, finde ich schon mal sehr gelungen, muss ich sagen. Danger, ne, auf der anderen Seite auch, hat schön verchromte Bügel, sieht auch ein bisschen tankmäßig angenutzt aus und sowas. Schöne Sache, kann man schön hinstellen, hat einen schönen Fuß auch dementsprechend drunter gesetzt. Den kann man auch in verschiedenen Farben setzen. Und die ganze Sache hat auch eine Besonderheit. Die zeige ich euch im Shop. Die läuft nämlich unter Diverses. Da seht ihr den Dieseltank. 1500 kostet er. Und wir haben die Möglichkeit hier, ja, ne, die verschiedenen Farben durchzuwählen. Aber wir können gleich von vornherein sagen, wir möchten den gerne voll kaufen. Und dann kosten uns die 1000 Liter einmal 900. Was eigentlich ein sehr guter und günstiger Preis ist. Also, ne, Empfehlung von mir: kauft ihn voll, den Tank. Eine schöne Geschichte. Ja, so sieht er dann aus in anderen Farben. Gehen wir nochmal durch, ne? Rot hatten wir, grün haben wir, schönes Lila, wer möchte, ne? Ja, grau, ne? Ich habe rot gewählt, damit es halt ein bisschen abschreckend ist. Das ist ja Treibstoff. Ich hätte mir hier natürlich ein Orange noch eher gewünscht, ein richtiges. Ja, dass er meist die Gefahrenschildfarbe auch dafür ist. Das hätte natürlich auch noch gepasst. Aber wie gesagt, schön kann man in leer und in voll kaufen. Finde ich sehr gut. Ich habe den jetzt hier auch in voll gekauft. Ne, ihr seht selber, da unten steht Diesel 1000 Liter. So, dann kommen wir nämlich gleich zur zweiten Mod und da sehen wir das Ganze schon. Wir sind bei Dankerville Synergy. Ich habe mir die Variante genommen, die gibt es in zwei Größen. Erstmal texturenmäßig seht ihr selber alles natürlich top auf dem Laufenden. Sieht sehr schön aus. Sehr schönes Gerät, auch von innen. Die verzinkten Schotten, die ihr hier oben seht, mit den extra Stützen oben drüber. Das ist die Erweiterung der Kapazität von der ganzen Geschichte. Wenn ich das Ganze jetzt hier ablade, dann seht ihr selber, wird schön aufgeklappt. Finde auch hinten schön die vergitterten Rückleuchten und sowas. Also schon sehr gelungen, sieht auch sehr gut aus. Steige jetzt nochmal aus, dass ihr die Textur nochmal seht. Wir haben ja auch nochmal extra die Möglichkeit, Werkzeugkästengeschichten zu setzen und sowas. Also, ich finde ihn optisch sehr gelungen. Gibt es nur in dem Orange, aber es macht auch gar nichts. Ich finde, er sieht echt gut aus. Schöner Dreiachser, ne? Ich mache den Motor hier mal an und dann, ne, seht ihr selber hinten die Achse auch noch zum Mitlenken. Deswegen habe ich ihn jetzt nochmal im Metall hier gedreht. Ja. Ich kann das Ganze auch mal wieder zumachen. So. Da seht ihr das gute Stück. Ne, auch hier mit Leitern und ne, allem, was dazugehört. So. Anhänger. Da haben wir das gute Stück. Nimmt alles mit, was man sich so vorstellen kann und kostet 63.000 mal 27.900 Liter. Nicht unbedingt so ein super Schnäppchen. Ne? Wenn wir den Aufpreis machen, der so gut wie gar nichts ist mit 3.000, sind wir bei 21.000 Liter. Können dann halt noch die Reifenvariante wählen. Design ist halt, ne, mit Leiter und dem Gestell und alles, was dazu gesteht. Und es gibt auch noch die anderen Reifenvarianten. So sind wir bei 41.200 Liter für 68.000. Wenn wir das dann dementsprechend vergleichen, bei einem ne, Alles-Transportierer. Da zum Beispiel. Ne? Dann, ja.
ist er eher teuer, ne? Muss man sagen. Aber ein schönes Gerät. Also muss man sich ja selber überlegen, was man halt da draus machen möchte. Ich fand ihn optisch halt gut. Ne? So, genau, wir müssen einmal durch die Halle laufen. Ich habe tatsächlich mal was auf der anderen Seite auf die Wiese gestellt. Das hier ist ein Easy Cut, von dem ich nicht mal weiß, ob es den in echt gibt. Weiß ich echt nicht. Easy Cut Spezial. Ich falte das Ganze mal auseinander. Und da seht ihr, das sind im Prinzip lauter Easy Cuts, die man sonst als Frontgeräte kennt. Bloß diese in dem Fall sieht eher aus wie ein Schwader-Anbausatz. Und ich setze die ganzen mal ab. Das sieht also auch technisch sehr gut aus. Ich muss erstmal den Motor anmachen. Mach dann halt den Motor hier an. Fahr los und wie ihr seht, funktioniert es. Ich finde es eine witzige Idee. Ich weiß jetzt echt nicht, ob es den in echt gibt oder nicht. Könnt ihr natürlich gerne im Kommentarbereich hinschreiben. Er ist optisch sehr gut gelungen, so muss man sagen. Lässt sich hervorragend zusammenfalten und alles und hat eine Arbeitsbreite und mäht uns das Ganze auf 18 Metern. Das ist natürlich schon eine ordentliche Geschichte, wenn man einen schönen fetten Schwader dazu hat oder sowas, dann ist das natürlich eine schöne Geschichte bei großen Flächen. Kann man nicht anders sagen. Ne? Ich zeige euch das hier nochmal im Shop. So, Easy Cut Spezial, 125.000, braucht 160 PS bei 18 Metern in der Variante. Selbst wenn es den nicht im Original so gibt, muss ich sagen, finde ich es eine gute Idee. Ne? Muss man so sagen, wie es ist. Also der rockt schon. Ne? So, ja, damit war es das schon im Prinzip aus dem Bereich. Jetzt laufe ich hier zum Baum. Sagt ihr, was ist das für ein Quatsch? Ja, jetzt drehe ich nämlich mal mein Mausrad und ihr seht, ich habe Sprühdosen. Richtig. Ich laufe jetzt hier auf so einen Baum zu, habe eine Sprühdose, mache jetzt hier Werkzeug aktivieren und dann gucke ich mal, warum es nicht funktioniert. Vielleicht ist das keiner, den man... das Grundstück hier gehört mir, glaube ich, ne? Oder? Ich sollte nur sicherheitshalber gucken, weil sonst könnte das dumm ausgehen. Ja, es ist mein Land. Also deswegen kann da nicht motzen. Also da steht, ihr seht es selber, Werkzeug aktivieren, ne? Die Maustaste hier drücken. Ah, bei dem Baum funktioniert. Ne? Und ihr seht, was es macht, es markiert. Das heißt, wenn ihr im Multiplayer unterwegs seid und sagt, okay, hier, ne, ich beordere dich, du kriegst da jetzt einen Schwung Geld für, mach mir mal die Baumgeschichten klar, dann könnt ihr hingehen und sagen, ich markiere mir den Spaß jetzt und sagt, ja, der soll jetzt gefällt werden. Genau wie es auch andere Sprühmöglichkeiten gibt. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal dran sprühen kann. Ne, ich gucke mal, ob ich hier noch ein Bäumchen finde, wo wir dran sprühen können. Kann ich an den hier sprühen? Ne, hochlaufen kann ich an den. Es sind halt verschiedene Sprühzeichen, die ich hier mitmache. Da vorne ist noch mal einer, deswegen latsche ich da jetzt noch mal hin. Höhere da. Nämlich einmal, dass man was markiert, wo wieder aufgeforstet sein soll. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Markierung nur an Bäume setzen kann. Wenn ja, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass man einen Baum stehen lässt, damit die dann auch wissen, dass er wieder aufgeforstet werden soll. Ich laufe jetzt hier mal ran und gucke, ob das hier funktioniert. Ja, ne? Dann gibt es einmal hier, das ist die Variante, hier muss, glaube ich, ein Weg gemacht werden oder sowas, oder eine Schneise. Und das ist die Variante, hier soll aufgeforstet werden. Hm? Ich zeige es auch nochmal im Shop. Das ist die sicherste Variante. Da seht ihr Spray Paint und dann seht ihr selber, das ist das X. Ne? Baum muss gefällt werden. Das grüne PL. Ne? Kennst du eine Region, die die Sachen neu anpflanzen sollte? Und das ST, ne, ist eine Rückgasse, die hier dann gestellt werden soll. Ne, oder gemacht werden soll. Ja, also eine witzige Geschichte. Funktioniert übrigens auch nur mit der Global Mod zusammen dann. Also Global Company Mod. Aber fand ich schon eine witzige Idee. Warum nicht, ne? So, wir hüpfen mal weiter. Ich hüpfe nämlich jetzt auf diesen Platz hier. Machen wir die Hilfe aus und fahr erst von dem Gebäude hier weg. Ja, ich weiß, ihr seht da ein Gebäude und sagt, ja, das wollen wir jetzt sehen. Ja, machen wir auch gleich sofort. Ich fahre nur einmal kurz hier rüber. Hier haben wir eine Variante zum Hinstellen, ein Kauflager. Und da oben seht ihr ein komisches Zeichen dran. Das ist das Zeichen für Salz, genau. Das ist also für alle, die die Season Mod zum Beispiel machen und sagen, ja, ich brauche jetzt Salz zum Streuen oder sowas in der Richtung. Hier habt ihr dann eine Verkaufsgeschichte dafür. Zeige ich euch dementsprechend auch im Shop. Haben wir natürlich dann einfach unter Diverses, glaube ich, stehen da. Streusalz, 15.000, kostet das gute Stück.
und fertig ist. Ne? Nichts Wildes dabei. So, zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Zu einem fahren wir jetzt hin und das ist ein Lager. Hier seht ihr die Variante, wo ich reinfahren würde und abkippen würde, genau wie auch rausholen würde. Und hier seht ihr dann ein Lagersystem. Mache ich mal die Hilfe an. So. Dann seht ihr selber, hier kann ich dann Türen öffnen. Ich hoffe, ich kann ja auch Türen öffnen und behaupte nicht nur was. Achso, das werden wir schließen. Sollte mal ein bisschen gucken und aufpassen. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen was geöffnet. Und ihr seht, hier sind hier verschiedenste Lagervarianten. Und hier würdet ihr halt dann auch die verschiedenen Sachen, die ihr einlagert, sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gerade ein Kombo irgendwas zugemacht habe, weil hier neben ist auf jeden Fall auch noch eine Halle. Ich weiß nicht, von der anderen Seite ist es auf jeden Fall zu. Also, das hier ist jetzt, deswegen zeige ich es am besten mal. Nee, andersrum. Er kackert hier ein bisschen. Wir machen mal die Global Company Geschichte an. Oder sehe ich gerade, dass nur die eine drin. Also das hier läuft auch mit der Global Company Mod. Ich mache das jetzt aber einfach mal. Läuft hier auch drüber. Da seht ihr das VD Industries, dynamisches Getreidelager. Großes Lager, entscheide, welche Box du nutzen möchtest. Die kann man dann wahrscheinlich dann sagen, wo es denn hin oder eingelagert werden soll. Ihr seht hier oben, das ist so eine Art Verteilersystem. Ich habe das jetzt selber nicht genau ausprobiert, aber wie gesagt, Global Company Mod drauf und dann müsst ihr es halt selber mal eine Runde testen, wie es geht oder nicht. Ich habe jetzt hier leider jetzt nur die, anscheinend ist es hier, da, Abladeeinstellung T. So, dann könnt ihr hier nämlich dann benutzen, sagen, wo ihr es dann hinstellen wollt und wo es dann rein soll und in der Box seht ihr das Ganze dann auch. Und so könnt ihr auch dann auch beim Abholen bestimmen, aus welcher Box ihr es wieder rausholen wollt. Ne, ist mal ein bisschen was anderes, was jetzt die Steuerung an sich angeht. Und sonst, wie gesagt, falsche Taste, ist es halt ein normales Lager. Die Kapazitäten selber und sowas weiß ich jetzt leider nicht, muss ich zugestehen. 85.000 kostet das gute Stück. Müsst ihr einfach mal eine Runde ausprobieren. Ich habe es jetzt nicht ganz so im Detail getestet. Gestehe ich ja zu. So, ich werde jetzt noch einmal durch die Gegend fahren. Weil ich überlege jetzt gerade, habe ich irgendwas vergessen? Also Spray habe ich gezeigt, das habe ich gezeigt. Wir haben den Tank gehabt, den Cutter gehabt, wir haben den Hänger gehabt. Habe ich den noch vergessen? Ah ja, Streusalz hatten wir auch. Genau, dann bleibt noch einer. Ein haben wir noch, wie es so schön heißt. Diesmal war Stevie wieder aktiv. Und der hat diesmal einen Woodchipper hier hingebaut. Hier steht das gute Stück. Ein Jens sozusagen. Und ist auch an, wie ihr seht, und läuft auch unter der Global Company Mod. Da sehen wir das Ganze schon und seht ihr auch schon die Anzeigen. Woodchip Production, also ein Holzhacker. Output ist Hackschnitzel, wie überraschend. Wir müssen Treibstoff reinfügen und ja, Holzstämme und dann geht das Ganze los. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier die Holzstämme hinschmeißen werden. Hier über das Rohr werden wir das gute Zeug wieder rauskriegen. Und hier kommt wohl der Sprit hin, deswegen ist hier auch so ein Anzapfe dran. Ja, also, Lämpchen wird wohl angehen, wenn das Ganze startet. Und dann, ja, ne, sieht auch hier schon ein bisschen altmäßig gemacht aus, ein bisschen schmutzig. Hier schön Holzstamm hingeschmissen und das Ding läuft. Da sieht man auch dann, wie viel Holz drin ist. Man sieht hier, wie viel Sprit drin ist. Und auf der anderen Seite sieht man hier in grün, weil man das ja rausholen kann. Rot ist halt das, was reinkommt. Sieht man halt dann den Spaß laufen. Ne? Das heißt, das können wir dann rausnehmen. Finde ich auch eine super Idee. Finden wir dann unter diverses denn tatsächlich. Warum das jetzt nicht unter der Global Company Mod drin war, weiß ich nicht. 95.000 kostet das gute Stück. Das seht ihr jetzt. Jens Schipper heißt das gute Stück. Dann bei Stevie. Schön gebaut. 25 am Tag. Ja, und es arbeitet. Ne? Es gab am Anfang wohl ein, zwei Probleme, dass man keinen Diesel abgeben konnte. Ich hoffe, dass das zwischenzeitlich behoben ist. Ich habe die Version, die ich jetzt hier habe, leider auch nicht getestet, ob die denn tatsächlich 100%ig funktioniert. Deswegen einfach mal eine Runde testen oder vorher im Download-Bereich unten in den Kommentaren gucken, ob der Fehler behoben ist. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht ein Fehler war und der schon wieder weg ist. Falls er nicht weg sein sollte, dann, wie gesagt, einfach in den Favoriten schmeißen
und mal gucken, dass ihr dann ihn runterladet, sobald halt das Ganze behoben ist. Ich habe das jetzt schon vor ein paar Tagen runtergeladen gehabt. Ich hoffe, dass es zwischenzeitlich dann denn gepatcht worden ist. Da gehe ich mal von aus. Stevie ist das eigentlich ne? Immer fix dabei. So, ja. Was soll ich sagen? So sieht das Ganze aus. Und wir sind erschreckenderweise, was glaubt ihr? Richtig, wir sind am Ende der ganzen Geschichte schon wieder. Das war's für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank und bis morgen.